Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zum einen finde ich es erstmal wunderbar, dass es zu einer frühen Stunde an prominenter Stelle eine solche Debatte gibt. Religionsfreiheit weltweit ist bedroht, und wir aus diesem Hause müssen uns an die Seite derer stellen, die wegen ihres Glaubens oder auch wegen ihres Nichtglaubens weltweit verfolgt wird. Wir können nicht wegschauen, wenn in Saudi-Arabien etwa Dinge finanziert werden, in Malaysia, wo Menschen im Islam gegeneinander aufgestachelt werden. Wir können nicht wegschauen, wenn Rohingya in Myanmar verfolgt werden. Wir können aber auch bewusst nicht wegschauen, wenn Christen weltweit verfolgt werden, nur weil sie etwas glauben. Demokratie gehört mit Religionsfreiheit untrennbar zusammen. Dort, wo man nicht beten kann, kann man in der Regel auch nicht wählen, und darauf müssen wir hinweisen. Wir haben dieser Tage erlebt, dass auch die Religionsfreiheit in unserem Land bedroht ist. Volker Kauder und andere Kollegen haben demonstriert bei Berlin trägt Kippa. Das ist für uns ein Akt der Solidarität, für uns leider nur ein Akt der Solidarität. Es ist für uns ungefährlich, für die Menschen, die durch die Straßen laufen und die mit alltäglichem Antisemitismus konfrontiert werden, für die ist es eine tägliche Sorge. Und insofern kann es nicht sein, dass auch in unserem Land die Religionsfreiheit nicht gelebt werden kann. Wir müssen uns für diese Menschen einsetzen. Ich glaube, dass mein eigener Glaube nicht nur Privatsache ist. Das hört man dieser Tage ja häufig. Ich will meinen Glauben auch im öffentlichen Raum durchaus aufleben können. Und ein Symbol dafür ist etwa, dass man Kippa im öffentlichen Raum tragen kann und nicht sich sozusagen in das Hinterzimmer, den Gemeinderaum, die Synagoge damit zurückziehen muss. Es muss Möglichkeiten geben, seinen Glauben auch öffentlich und in aller Freiheit zu bekennen. Bei uns sind die Konflikte übrigens auch nicht so alt. Wenn meine wunderbare, tolerante 94-jährige Großmutter einem Menschen etwas misstraute, dann sagte sie häufig, der guckt schon so katholisch. Das ist kein Zeichen von Intoleranz gewesen, sondern es ist ein Zeichen, dass in ihrer Jugend die Unterschiede der Konfessionen die Menschen auch getrennt haben und dass es bis in den Sprachgebrauch hinein schwierig war, mit der jeweiligen anderen Konfession tolerant umzugehen. Deswegen sollten wir uns auch nicht erheben über andere, sondern sollten bei uns selbst immer darauf achten, ob wir diese Toleranz gegenüber anderen auch aufbringen. Am Ende verlasse ich etwas die Perspektive des freien Demokraten und spreche mal als sehr gläubiger oder ich würde sagen doch gläubiger Protestant. Es ist für mich schon bemerkenswert, dass ein bayerischer Ministerpräsident mir als gläubigem Protestanten sagt, dieses Kreuz ist kein religiöses Symbol, dieses Kreuz ist ein Identitätssymbol. Er sagt mir quasi, dass er meine Religion in Bayern verstaatlicht in einer Form, die meine Religionsfreiheit angreift. Und deswegen ist es schade, dass der Bericht nicht so aktuell ist, dass Herr Söder in diesem Bericht ebenfalls enthalten ist, weil er, und dabei haben die christlichen Kirchen richtige Worte gefunden, weil er das Geschäft betreibt, was weltweit betrieben wird. Er stellt ein bei ihm noch nicht mal mehr religiöses Symbol, sondern ein identitäres Symbol in den Dienst seiner politischen Agenda. Ich finde, er hat uns Christinnen und Christen einen Bärendienst erwiesen damit. Und am Ende wird es unsere Religionsfreiheit auch in unserem Land stärker machen. Das war mir wichtig, auch mal als engagierter und gläubiger Protestant zu sagen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Christine Buchholz, Fraktion Die Linke.